Hallo, hier ist wieder dein Coach Martin und heute geht es um die Top 5 Ernährungsmythen, die sich immer noch sehr hartnäckig halten. Was ist richtig, was ist falsch? Und das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Viel Spaß! Mythen gibt es ja letztendlich schon so lange, wie es uns Menschen gibt. Das kann natürlich meistens auch sehr irreführend sein, gerade bei der Ernährung. Und deswegen bringe ich jetzt einfach mal Licht ins Dunkel. Fangen wir gleich mal an mit dem ersten Mythos, der besagt, Kohlenhydrate nach 18 Uhr machen dick. Da ist so der Hauptkern der Aussage, dass dadurch, dass wir uns abends ja weniger bewegen, wird automatisch die Kohlenhydrate, die wir denn essen, in Fett umgewandelt. Das stimmt natürlich nicht. Entscheidend ist letztendlich deine Kalorienbilanz über den ganzen Tag. Weil der Körper kann jetzt nicht unterscheiden, okay, ist jetzt früh morgens, ist es mittags oder abends. Der Körper funktioniert halt immer in Bilanzen. Ja, isst du schlechtweg mehr, als du verbrauchst, dann nimmst du zu. Und andersrum ganz genauso. Es kann natürlich für den einen oder anderen sinnvoll sein, gerade wenn er abnehmen will, nach 18 Uhr die Kohlenhydrate einfach wegzulassen, um dadurch halt auch eine negative Kalorienbilanz zu bekommen. Also kann man so sagen, es ist nicht komplett falsch, aber auch nicht komplett richtig. Es ist irgendwo dazwischen. Es ist einfach nur eine kleine Hilfe. Der zweite Mythos ist, Leitprodukte machen schlank. Das ist ja noch, sagen wir mal, ein recht aktuelles Thema, was ja vor ein paar Jahren erst so mit den ganzen Leitprodukten hochkam. Und da ist es ja so, dass versprochen wird, dass in diesen Leitprodukten weniger Kalorien, Fette und auch Zucker enthalten sind. Das stimmt natürlich nur bedingt, weil es ist zwar weniger Fett drin, aber dafür wieder mehr Zucker. Und dieser Zucker wird in diesen Leitprodukten auch wieder ersetzt durch Süßstoff. Das Problem bei dem Süßstoff letztendlich ist wieder, dass Süßstoff den Appetit anregt. Also du isst letztendlich mehr, als du benötigst. Dein Appetit ist einfach viel größer. Und da kommt es auch dazu, auch wenn dieses Produkt weniger Kalorien hat, du aber mehr davon isst, ist automatisch mehr als von den normalen. Ja? Und auch Fett, was denn da drin reduziert ist, ist ja letztendlich ein Geschmacksträger, damit gewisse Sachen einfach gut schmecken und die werden auch meistens durch künstliche Aromen ersetzt. Also da kann ich dir ja bloß sagen, auf keinen Fall so eine Leitprodukte benutzen. Achte lieber auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung. Den nächsten Mythos sehe ich sehr kritisch. Da geht es darum, Vitaminpräparate ersetzen Obst und Gemüse. Wir wissen ja alle, dass Vitamine wichtig sind für unsere Körperfunktion und dass sie auch essentiell sind. Und viele gehen da halt auch den bequemen Weg und glauben auch der Werbung, dass wenn sie jetzt eine Tablette am Tag nehmen, sämtliche Vitamine im Körper aufgenommen werden und sie dadurch gesund leben. Das Problem dabei ist, wir haben ja in Obst und Gemüse nicht nur Vitamine, sondern auch sekundäre Pflanzenstoffe und Ballaststoffe. Die sekundären Pflanzenstoffe sorgen letztendlich dafür, dass die Vitamine auch optimaler vom Körper aufgenommen werden können. Und die Ballaststoffe sind für die Verdauung letztendlich auch sehr fördernd. Und das alles sind in diesen Präparaten gar nicht erst drin. Und diese Präparate sind meist unterdosiert. Das heißt, wenn du eine davon am Tag nimmst, merkst du gar keinen Unterschied. Also es ist gar kein Vergleich zu dem Obst und Gemüse, was du normalerweise essen solltest. Muss man aber eine Ausnahme machen, weil letztendlich das, was du über die Nahrung nicht zuführen kannst, ist zum Beispiel Vitamin D3. Ja? Das Sonnenvitamin, was für dein Immunsystem wichtig ist, das selbst kannst du supplementieren, musst aber auf die Dosierung achten. Und meine persönliche Meinung ist dann auch noch bei B12, dass man dies auch supplementieren sollte, da B12 ja in unseren Böden vorkommt und die Böden sind ja bei uns sehr ausgelaugt und auch B12 kommt da nicht mehr so genug vor, wie wir es eigentlich benötigen. Deswegen wird sie den Tieren auch künstlich in das Futter eingemischt und wir essen ja das Fleisch von den Tieren, was den B12 enthält. Oder wir nehmen halt selbst das Supplement B12, um halt da genug versorgt zu sein. Den nächsten Mythos kennen wir wirklich alle. Schnaps nach dem Essen als Verdauungsankurbler. Das ist natürlich komplett Blödsinn, denn wenn du nach fettigen Essen und auch schweren Essen Alkohol zu dir nimmst, wird sogar noch die Verdauung verlangsamt und das Essen verweilt noch viel länger im Magen.
Also ist genau das Gegenteil der Fall. Hier ist es eher sinnvoll, nach dem Essen lieber einen Tee zu trinken, Wasser oder auch einen Kaffee. Der letzte Mythos hält sich sehr hartnäckig und der besagt, Fett macht Fett. Das stimmt so nicht. Klar, rein die Kaloriendichte von Fett ist höher. Ja, also wenn man das mal vergleicht, Eiweiß und Kohlenhydrate haben auf 1 Gramm 4 Kalorien und Fett hat auf 1 Gramm 9 Kalorien. Da muss man dann natürlich wieder gucken, was esse ich und wie viel esse ich von etwas. Denn Fett ist wichtig für unseren Hormonhaushalt, damit auch unsere Körperfunktionen optimal, ja, ablaufen können. Und da kann ich dir den Tipp geben, iss überwiegend ungesättigte und mehrfach ungesättigte Fettsäuren und lass eher diese gesättigten Fettsäuren, die ja zum Beispiel in tierischen Produkten drin sind, weg und vermeide komplett Transfette. Ja, Transfette sind zum Beispiel Sachen, die frittiert wurden oder auch Kekse oder sowas. Also das solltest du wirklich auf ein Minimum regulieren. Und als Faustformel kann ich dir so mitgeben, also 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Fett sollte man am Tag essen. Also ich wiege zum Beispiel 90 Kilo und bei mir sind es so knapp 90 Gramm Fett, die ich am Tag zu mir nehmen sollte. Das waren jetzt die 5 Mythen, die ich für dich aufgeklärt habe. Ich hoffe, ich habe für dich ein bisschen mehr Licht ins Dunkel bringen können. Gerade was die Mythen angeht, ist es ja immer ein bisschen schwierig. Okay, was glaube ich, was glaube ich nicht. Aber das Video hat es für dich auf jeden Fall aufgeklärt. Hier unten kannst du jetzt gerne ein Abo dalassen, damit du auch in Zukunft keine weiteren Videos verpasst über Training und Ernährung. Und hier oben siehst du noch ein weiteres Video von mir. Bis dann!